Liebe Leute, willkommen bei den Portugiesen. Liebe Grüße an alle, die da sind. Späte Stunde auf Twitch, Sonntagabend. 419 Zuschauerinnen und Zuschauer und WB und Matsumanix. Hi Matze. Hallo zusammen und viele Grüße. Wir machen mal weiter. Auch für die YouTube-Leute, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir machen gleich mal weiter. In der nächsten Runde passieren nämlich viele wichtige Dinge. In der nächsten Runde werden wir die Aufklärung haben. Und dann, das schauen wir uns gleich an. Einen Schritt nach dem nächsten. Erstmal bestaunen wir, dass die KI, mit anderen Worten Vicky, die Anführerin der Engländer, die Queen Victoria, den Potala Palast uns weggeschnappt hat. Unfassbar. Da ist er. Muss man durch. Diplomatie-Siegpunkt und ein Diplomatieplatz für den Rest der Partie. Dann haben wir eine neue Nau. Mit der fahren wir Richtung London runter. Und wollen hier ein paar Fettorias platzieren. Wir brauchen sogar noch eine zweite Nau. Wir gucken mal, wo wir welche hinsetzen können. Einmal können wir eine hier hinsetzen. Neben Küste, auf dem Küstenfeld, neben dem Festland und außerdem neben einer Meeresressource. Das sind die drei Kriterien. Die müssen zutreffen. Und viertes Kriterium, nicht zwei nebeneinander. Das heißt einmal hier. Das ist ja nur das eine. Mehr geht gar nicht, Matze. Guck mal. Das ist ja nur ein einziges. Wir könnten mal gucken, ob hier unten noch was ist. Hier mal runterfahren und Erkundung betreiben. Das war alles, Matze. Das ist echt ein bisschen enttäuschend. Dafür habe ich das ganze Geld ausgegeben. Wir könnten mal stattdessen, haben wir eine Handelsroute Richtung Valencia? Ach, wir machen erstmal die hier und dann gucken wir weiter und danach wird geweint. Kollektiv von uns allen. Einmal weinen. Schlaraffenland. Genau. Hier wäre auch wichtig noch zwei weitere Produktionspunkte hier unten durch ein Sägewerk. Hier unten kann man aber reparieren. Und hier kann man so viel machen. Wir ziehen hier rüber. Es wird erstmal repariert und in Ordnung gebracht. Hatte ich die Nau schon befördert? Ach, unfassbar. Noch nicht befördert. Einmal Kampfstärke gemacht. Mit ihr können wir aber Fettorias machen. Hier rauf und... Zuerst die erste. Auch dieser Angeber hier oben. Natürlich ein großer Händler. Mansa Musa hat natürlich einen großen Händler hier stehen. Was sonst? Oller Angeber. Ist der Anführer der Mali tatsächlich eigentlich Matsumanix der reichste Mensch der Welt? Oder sind wir beide das? Also ich glaube, inzwischen haben wir den guten Mansa Musa da ganz schön alt aussehen lassen. Ja. Das glaube ich auch. Vor allem ich. Nein, eher du. Du hast ihn alt aussehen lassen. Ich glaube, ich habe ihn eher jung aussehen lassen. Einmal reparieren. So, und der Kollege hier. Brauchen wir auf jeden Fall mehr Handwerker. Ich könnte mir vorstellen, dass er später hier noch einen Theaterplatz hinsetzen, Matze. Sehr gerne.
bekommt dann einen Nachbarschaftsbonus von +2 von dem Unterhaltungsdistrikt. Außerdem noch ein +1, einen kleinen Nachbarschaftsbonus, dadurch, dass zwei Bezirke neben mir stehen. Das wären dann 3 an Kultur. Das sollten wir machen. Das heißt, da setzen wir schon mal kein Sägewerk drauf. Da könnten wir höchstens roden. Das Feld wird im Augenblick auch kaum genutzt. Das könnten wir schon mal wegroden. Die Frage ist, wofür? Hier ist eine Produktion von 13, da eine von 17, da eine von 17. Da gibt es schon 5 Bürger. Ist eigentlich egal. Wir können für Obstfort roden, dann ist das schneller fertig. Wie viel hier los ist. Oh, wir haben die Küste aufgedeckt. Hier geht's einmal runter, bitte. Und hier oben wiederum hatten wir eben eine Fettoria hingesetzt. Hier kommt gleich die nächste hin. Und hier erkunden wir noch mal ein bisschen die Szenerie. Und ich würde gerne mal schauen, ob wir weitere vielleicht noch eine Hafenstadt freischalten für den Handel, aber das wird hier nicht der Fall sein. Wir folgen mal diesen Küstenfeldern. Ob man in deren Nähe nochmal Land entdeckt. Aber eine hohe Sichtweite. Ja. Ihr habt die Geräusche gehört, hier ist nochmal ein Bonusdorf. Gold. Gleich kaufen wir uns einen großen Ingenieur damit. Und außerdem müssen wir damit noch die Hilfsanforderung erkaufen und gewinnen. Ab jetzt wird kein Geld mehr ausgegeben. Matsumanix, ich muss leider an dein Taschengeld ran. Ich habe es befürchtet, aber für so einen guten Zweck bin ich gerne bereit, auch Opfer zu bringen. Wir können ab jetzt auch erst den Brutaler Palast bauen. Der wurde eben schon gebaut. Angeber. Andere Tipps sind Angeber. Die Natur ist auch gegen die Vernunft. Und was gegen die Vernunft ist, ist Unsinn und zu verwerfen. So, dann. Ja, machen wir. Liberalismus, eine Annehmlichkeit mehr für alle Städte mit mindestens 2 Spezialdistrikten. Die beiden bringen uns vermutlich im Moment noch nichts. Inspiration, Kolonialismus, Heureka, Wissenschaftstheorie. Hier können wir hin. Da haben wir auf jeden Fall das Heureka schon mal. Zum Bankwesen. Da gehen wir ohnehin hin. Der Weg hier drüber führt auch hier hin. Und auch der Weg auch drüber führt oben lang. Das geht aber ganz schnell. Ich würde schon ganz gerne mittlerweile, wir haben ja die ersten Industriebezirke, an Fabriken gehen und Kohlekraftwerken. Ich glaube, ich fände sogar wichtiger, erstmal über Rahsegel hin zur Industrialisierung zu gehen. Damit wir in die Puschen kommen und wissen, wie Kohle ist, dass die Minen mehr abwerfen. Denkt dran, wir hatten eben einen KI-Herrscher, der versuchte uns die ganze Zeit Kohle anzudrehen. Wir hinken echt hinterher. Ich bin dafür, dass wir schnurstracks Richtung Industrialisierung gehen. Egal, ob wir hier irgendwie Boni haben oder nicht, Matze. Ja, ich glaube, wir haben auch noch Quests zu erfüllen, so eine Eingebung oder eine Inspiration für das Rahsegel zu bekommen, aber das können wir uns abschminken. Da finde ich das auch wichtiger, jetzt zu wissen, wo Kohle ist und voranzuschreiten mit der Industrialisierung. Hier ist ein Meteorschauer runtergegangen. Ein Ausrichtungsbonus für uns, ein Technikbonus und Rainer ist jetzt da. Und das bedeutet, dass wir jetzt endlich, lieber Matsumanix, einem unserer Handwerker einen Befehl geben. Das hast du doch im Auge, oder? Endlich, wir wollen uns ja ein bisschen gesünder ernähren, weniger salzreich essen und deshalb entfernen wir einmal eine Salzressource. Vorher mal einen Blick, damit keiner sich Sorgen macht. Um Gottes Willen, was ist denn hier los beim Thema Salz? Hier, +2. Das heißt, eine können wir entfernen und wir müssen nicht weinen. Das können wir machen. Genau, so machen wir das. Das sollte uns jetzt helfen beim Thema Attraktivität und das wiederum hilft uns jetzt bei den Erträgen hier. Und hier drauf steht ein, nicht nur das Schutzgebiet, sondern auch der Hain.
Schaut euch mal die fetten Boni, die fetten Erträge hier an. Das ist schon sehr, sehr schön. Ich glaube, wir, wenn du magst, lieber WB, könnten wir das noch steigern, indem wir von Nestfest aus und die Wälder südwestlich von Nestfest holen, weil ja dann Rainer diese Wälder auch nochmal mit einer zusätzlichen Annehmlichkeit versehen wird. Vielleicht kannst du da mal auf Tauschen klicken. Sehr, sehr cool. Dann wird natürlich in Hoffnungsberg etwas langsamer produziert, weil die ja die Produktionspunkte brauchen für die vielen Bezirke. Die Frage, wie wir machen das dann, wenn wir den Eindruck haben, dass uns das signifikanten Sprung bringt für die Erträge von allen Feldern. Also wenn Rainer die Felder bewirtschaftet in ihrer Stadt, geben die plus eine nochmal weiter an Attraktivität für die Nachbarfelder. Das ist alles, was rundum ist, ist plus eins. Und wenn dort keine Modernisierung ist, ist dann eine Modernisierung dann nicht. Also alle Felder Mazzomanix, die nicht modernisiert sind, die geben den Feldern drumherum plus eins. Egal, genau, ob da Modernisierungen sind oder nicht, ne? Ja, genau. Das heißt, hier steht zwar ein Sägewerk und hier steht zwar ein Bauernhof, aber die werden trotzdem stärker werden, eventuell. Auch, ne? Die werden auch attraktiver werden dadurch, nur da bringen uns die Attraktivität nicht so viel. Stimmt, relevant sind nur die in der unmittelbaren Nähe des Schutzgebietes. Die sind ohnehin ja schon ohne Modernisierung. Hier, ne, plus 1, das wird plus 2 werden. Wir probieren es einfach mal aus. Wird uns ja sofort angezeigt, da müssen wir nicht theoretisch rechnen. Jetzt bin ich sehr gespannt. Wow, die sind alle grün geworden, ja. Und die sind dicke grün jetzt und die sind hellgrün. Ja, und guck mal, dieses fette Geländefeld zwischen diesen zwei Schutzgebieten, wo wir jetzt schon 6 Nahrung, 4 Kultur und 4 Glauben drauf haben. Da kommt ja noch ein Schutzgebiet von Wundersalz aus demnächst dazu. Dann gibt es da nochmal überall was drauf. Ich glaube, da werden wir ja viel, viel Freude haben an diesen drei Schutzgebieten. Leider haben wir kaum Bürger. Wir brauchen dringend mehr Nahrungserträge hier. Damit die Stadt schneller wächst. Ich glaube, wir haben schon Handelswege von hier, die der Stadt helfen. Ja. Von Nestfest nach London gibt 3 Nahrung und 4,5 Produktion. Genau. Ja, das ist doch ganz gut. Da kann man mit arbeiten. Ist mir die Produktion. Schlaraffenland, Hafen steht. Nächster Schritt, bitte einmal ein Leuchtturm reparieren. Hier vorne, Botschaftskanzlei steht, in Fernweh. Das heißt, wir haben jetzt nochmal 3 Einflusspunkte mehr pro Runde und der nächste Gesandte kommt bereits in einer Runde. Sehr schön. Was bauen wir als nächstes? Wir wollten hier oben den Theaterplatz hinstellen. Das würde ich jetzt auch machen, Matze. Ja, wir hinken bei der kulturellen Forschung immer noch ein bisschen hinterher, deshalb lass uns da gerne auf Theaterplatz gehen. Da steht er. Aufklärung fertig. Wir holen uns gleich noch die Liberalismuskarte und gehen in Richtung Kolonialismus. Auch nach 4 Runden. Fischerboote machen mehr Produktion. Und vor allem wollen wir von dort Richtung Naturgeschichte. Wir ignorieren sogar erstmal den Gouverneurstitel hier unten. Da gibt es nochmal 2 Gesandte, aber das dauert alles zu lange. Urbanisierung ist cool, wegen Wohnviertel bauen können. Aber wir machen aber erstmal den Weg hier oben lang. Jetzt schauen wir uns die Politikkarten an, Matze. Wir wollten den Liberalismus einführen. Letzte Möglichkeit, Handwerker zu kaufen. Wir machen es nicht. Das hält mir so schwer. Aber wir machen es ja für einen guten Zweck. Wir wollen ja den Leonardo da Vinci kaufen. 3,6 brauchen wir dafür. Das heißt, in 3 Runden können wir den kaufen. Den kann uns keiner. Die Brasilianer könnten den uns mit einer kleinen Goldprämie vor der Nase wegschnappen. Wir müssen echt Gas geben. Das wird eine ganz, ganz knappe Geschichte. Der würde jeder Werkstatt, die wir haben, 3 Kultur mehr geben. Und wenn wir noch das Mausoleum von Halikarnassos fertig haben,
was die Ingenieure, dadurch kann man die Ingenieure zweimal einsetzen, also einmal mehr, dann werden das sogar plus 6 Kultur aller Orten. Jeder Werkstatt. Die Hilfsanforderung, ja, wäre auch in 3 Runden fertig. Wir können aber nicht beides machen. Aufbauen. Hier bekommen wir die 2 Diplomatie-Siegpunkte. Wir müssen uns entscheiden. Oh, Scheibenkleister, was machen wir denn jetzt, Matze? Wir haben. Jetzt ist das Geld nicht da. Also 2 Runden können wir ja noch warten mit der Hilfsanforderung. Und dann mal sehen, wie weit wir vorangeschritten sind, beziehungsweise wie weit die KI vorangeschritten ist. Wir können uns ja anzeigen lassen, wie viel Gold die auf der hohen Kante haben, um abzuschätzen, ob sie sich den wirklich kaufen können. Im Zweifelsfall, du als großer Händler würdest ihm bestimmt noch was viel Wichtigeres an Salpeter oder Eisen verscherbeln, dass sie kein Geld mehr haben zum Kaufen. Und dann vielleicht das nochmal mit dem großen Ingenieur 2 Runden nach hinten verschieben. Wir holen erstmal Victoria alles. Wir räumen ihre Schatzkammer aus. Weil sie ist unsere Hauptkonkurrentin um die beiden Diplomatie-Siegpunkte. Sie hat das meiste. Und sie hat nur 256 Geld. Und ich sage, die darf gar kein Geld haben. Das muss alles weg sein. Dafür würde ich sogar Gunst verkaufen. Weg, wir können ja auch Eisen verkaufen. Kann. Wir verkaufen ja alles, was sie hat. Was sie nehmen würde. Es wären, glaube ich, 24, ne? 14 hat sie, 26 nimmt sie. Bis zu 40. 38, wenn 240, das heißt vielleicht 160. No. 150. Dann bleiben noch 100 übrig. Dann legen wir noch Gunst da drauf. Wie viel gibt sie für einmal? Nur 3. Scheiße. Das heißt, wir müssten ihr dann wirklich jetzt andrehen, ganz viel. 34 Gunst werden wir jetzt los. Aber ich sehe keine Alternative. Ja, das würde klappen. No. 29 Gunst, 26 Eisen und alles, was sie hat. Alles. So okay? Ja, ne? So machen wir das. Jetzt ist sie blank. Wie äußerst freundlich und aufmerksam von uns findet sie. Und ich finde das auch. Das ist einfach eine. Das ist ein dermaßen faires Handelsgeschäft. Das ist fast schon ein Geschenk. Und ohne Hintergedanke haben wir das durchgeführt. Ohne gemeine Gedanken dabei. Wer jetzt eigentlich toben sollte, das ist Willi, unsere gute Nachbarin, weil ihr wird jetzt nicht mehr geholfen. Es wird hier einmal gerodet für... Ist egal. Wir roden einmal für Platzhalter. Handelsdistrikt fertig. Markt, nächster Schritt. Handwerker futsch. Was ist das hier? Ah, das wollten wir das Marmor vorkommen uns wollen. Hm. So, und der soll hier mal, ich ziehe mal auf die andere Flussseite. Über die Brücke verschwenden wir keine extra Bewegungspunkte. Dann geht es gleich hier hin und dann wird repariert. Handwerker ohne Ende.
Hier können wir auch nochmal einen weiteren Bauernhof hinsetzen, von wegen Dreiecke. Und hier wollten wir roden für das Aquädukt. Handwerker in 4 Runden. Wir wollten die Handwerkerkarte rausnehmen, ne? Oder haben wir die... Wie viele Handwerker haben wir im Bau? Das ist der einzige, oder? Das ist der einzige. Ja, den wollten wir nur für eine Runde jetzt zwischenschieben, anbauen, weil wir eigentlich das Aquädukt bauen wollten. Stimmt. Das heißt, wir nehmen ihn raus. Können die sogar fertigstellen eventuell. Wir bekommen jetzt 95 Produktion. Und der Handwerker kostet mit Handwerkerkraft im Augenblick plus 30% mehr bekommen wir auch an Erträgen. Das heißt, wir würden bekommen 120, 41 haben wir, dann wäre der fertig. Und danach würden wir die Handwerkerkarte erst rausnehmen. Müsste eigentlich klappen, ne? Lohnt sich auf jeden Fall auszuprobieren. Ich würde auch darauf tippen, dass es klappt. Es müsste ganz knapp klappen. Dann haben wir auch höhere Rodungserträge. Also die 30% mehr Produktion beziehen sich auch dann dafür auf, wenn man für einen Handwerker rodet, gibt es 30% mehr. Einmal hier rein und da ist er. Und jetzt haben wir einen weiteren Handwerker und erst noch mit der Karte. Wir haben den Politikkartenwechsel noch nicht durchgeführt. Jetzt gehen wir hier hin und jetzt platzieren wir das Aquädukt. Das war hier, ne? Das war das Aquädukt. Genau. Hier hin. 8 Runden. Sehr schön. Jetzt können wir uns auch überlegen, das war der letzte Handwerker, wie wir mit den Politikkarten vorgehen. Im Chat wird zum Beispiel darüber nachgedacht, über eine Wunderkarte, die mehr Produktion brächte, sofern die noch im Spiel drin ist. Aber erstens, hier ist noch da drin, Wolkenkratzer, 15% mehr Produktion für alle Wunder. Klingt cool, aber das hier ist, wir reden über einen Jokerplatz. Da kann man alles reinpacken, was spannend ist. Was fändest du spannend, Matze? Also spontan fände ich tatsächlich auch, also ich bin ein bisschen geldgeil. Wir haben ja noch die Karte, die berühmte Karte, die wir sehr gerne nehmen, plus 4 Gold für alle Handelswege und ein Glauben. Das sind ja bei uns, in Wirklichkeit sind das ja 6 Gold und 1,5 Glauben, weil wir 50% oben drauf bekommen. Wir haben 16 Handelswege, also knapp 100 Gold würden wir dadurch mehr bekommen. Wir erwirtschaften momentan 800. Aber trotzdem nochmal 100 obendrauf, finde ich immer noch signifikant. Cool. Das wäre mir gar nicht klar gewesen, dass die, du hattest es schon mal erklärt, aber dass die Boni auch durch die Karten dann den 50% Bonus bekommen, dank Casa da India, unserer Zivilisationsfähigkeit. Das ist schon krass. Dann lass uns das machen. Also du hast ausgerechnet nur die 100. Wir haben 803. Achtung und... $905. Wow. Wow. Zauberhafte Idee, Matzmanix. Jetzt haben wir den Liberalismus vergessen vor lauter Geldgier. Wie konnte das nur passieren? Aber ich weiß auch nicht, Liberalismus, da können wir gerne nochmal gucken in unserer Stadtübersicht, ob uns das wirklich den entscheidenden Sprung gebracht hätte. Ja, in einem Teil der Städte schon. Also ich vermute mal, die fortgeschrittenen Städte sind ja auch die, die oben stehen, die größeren, die wir zuerst gegründet haben. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht in 3 oder 4 Städten das den Sprung gemacht hätte, von zufrieden auf glücklich. Das kriegen wir noch hin. Ich meine, in 4 Runden können wir die Politikkarten wieder wechseln, dann kommt das wieder rein. Aber weißt du, warum das cool ist mit den 100 mehr? Weil wir im Augenblick doch jeden Dukaten brauchen, damit wir zeitgleich uns hier noch vorankaufen können im Wettkampf und außerdem noch die große Persönlichkeit einkaufen. Leonardo da Vinci. Genau. Wir brauchen jedes Fitzelchen an Gold, was wir bekommen können. Jede Kleinigkeit zählt. Ich glaube, unten brauchen wir noch welche. Hier vorne, der ist hier unterwegs. In Nestfest brauchen wir im Augenblick niemanden. In Hoffnungsberg auch nicht. Wie sieht's mit Wundersalz aus? Ja, kann man machen. Da wäre jemand nicht schlecht, aber es ist kein Muss.
ich würde eher Richtung runterziehen hier. Und zwar Richtung Blitz und Co. Nee, Blitz auch nicht, Richtung Platzhalter. Platzhalter auch Obstfort und so weiter. Sag mal, das ist ein Schneckentempo hier. Die sind so lahmarschig hier unterwegs. Einer bleibt mal hier für Reparaturen. Dass wir keiner Straßen haben, das ist im Augenblick sehr unangenehm. Jetzt können wir die... Aber wir sind nur Stufe 1, wir können mal ein bisschen auf die Karavelle feuern und uns killen. Die gibt 5 XP, das ist fein. Dann laufen wir hier unten lang. Scouten. Mal gucken, was hier so alles ist. Ein Bonusdorf nach dem anderen. Haufenweise Zombies. Wie gut, dass wir hier nicht siedeln. Gouverneur in Nestfest. Widmungsbonus ausgelöst und ein Stammesdorf entdeckt. Mann, Mann, Mann. Entschuldigt bitte. Und jetzt gehen wir noch in die Politikkarten rein. Die haben wir schon gemacht. Das passt auch alles. Wir können noch Pferde verkaufen und gucken, ob wir darüber noch ein bisschen Geld einnehmen. Wem wollen wir Pferde verkaufen? Peter. Peter ist der Einzige, der uns noch Geld gibt für Pferde. Allianzen können wir leider nicht machen, wir haben schon alle weg. 7. 7 ist gut. Wir brauchen alles, was wir an Geld kriegen können. 12 hat er, das heißt 26 würde er uns noch abkaufen. Wir wollen einen einmaligen Betrag, auch wenn das auf Dauer cooler wäre. Das heißt 8 mal 30, 240, 246, wahrscheinlich so um die 60%, das heißt so um die 110 bis 120 müsste er uns eigentlich geben. Holla, hopp. Was? Habe ich mich verrechnet gerade? Habe ich mir um eine Null vertan? Mich anscheinend gerade verrechnet. Das ist die späte Stunde. Das passiert nach, oh Gott, 4 Stunden Stream. 170 Geld. Ich nehme alles mit. Vielleicht ist das der eine Gulden, der nachher alles über alles entscheidet. Das eine Goldstück, das entscheidet, ob wir es hier packen oder nicht. 176. Jetzt will ich auch noch mal gucken, ob wir irgendwas noch bekommen können für unsere Ressourcen. Ob da irgendwas noch ist, Leute. Irgendwas. Haben wir irgendeine Luxusressource doppelt? Marmor, das war allerdings Absicht. Da wollten wir was wegmachen, Matze, ne? Bei Marmor wollten wir auch was wegmachen in unserer Hauptstadt Lissabon, damit wir da auch die Erträge von unserem Schutzgebiet besser nutzen können, weil das Waldgeländefeld daneben noch nicht atemberaubend ist. Wir könnten mal gucken, ob wir irgendwo noch ein bisschen Gunst bekommen von jemand, der richtig viel Geld hat. Er gibt uns das Beste. Sie hat 7. Willi gibt 7. Sie haben mal leer gekauft.
4. Willi liegt vorne. Also dem Brasilianer macht es schon Sinn, und schreibt auch gerade der Chat, auch viel Geld abzunehmen, weil ich glaube, der war ganz vorne bei dem Rekrutieren der großen Persönlichkeit, des großen Ingenieurs. Nee. Ach super. Und der könnte dann natürlich sich den auch dann schnell wegschnappen, weil er am wenigsten dafür bezahlen muss. Oh, das ist sowas von recht. Danach Willi. Erstmal der Peter hier. Der hat 632. Und gibt uns 4. So, mal gucken, ob das gut geht. Für riesige Mengen hier verkaufen, ne? ...167 Gunst für 600 Geld. Jetzt ist er blank. Jetzt haben wir schon 2,6. Komm, wir versuchen das. Wir versuchen noch mehr rauszuhauen. Ich will so. Vielleicht kriegen wir den jetzt noch gekauft, wenn wir jetzt Willi das Geld aus der Tasche ziehen. Sie gab 7 Gold, sie hat noch 200. Wir müssen versuchen, dass es klappt. Wir brauchen die große Persönlichkeit und den Sieg bei den Hilfsanforderungen. Wir müssen es versuchen, Leute.